Hallo liebe Steuerfreunde, ich grüße Sie. Heute möchte ich einmal die Frage beantworten, Refraktor oder Reflektor, Linsenteleskop oder Spiegelteleskop. Bei der Anschaffung stellt sich für den Anfänger wie auch für den Fortgeschrittenen oft diese Frage. Sehr Fortgeschrittene kaufen sich gleich beides, dann haben sie für das eine und das andere. Die Ratschläge gehen weit auseinander. Sie hängen damit zusammen, welche persönlichen Vorlieben man hat. Deshalb kann ich im Grunde genommen hier gar keine wirklichen Tipps geben. Es gibt aber einige ganz allgemeine Hinweise, die ich hier kundtun möchte. Grundsätzlich ist es erst einmal so, dass es außer der Frage Linse oder Spiegel auch die Frage gibt, schaue ich von hinten ins Fernrohr? Entspricht es also dem Anblick, wie ich so visuell mit bloßem Auge oder dem Fernglas zum Himmel schaue? Oder schaue ich, wie es bei einem Spiegelteleskop vom Typ Newton der Fall ist, hier rein und der Strahlengang macht ein paar Zickzack-Linien. Das ist nämlich letztendlich für den Anfänger komplizierter. Und für denjenigen, der nur ab und zu mal schaut und sich daran noch nicht gewöhnt hat, ist es auch zu schwierig. Derjenige, der immer mit einem Spiegelteleskop vom Typ Newton beobachtet, für den ist das dann nachher ganz normal geworden. Und der hat keine Schwierigkeiten damit. Also Anfänger, insbesondere junge Menschen, 8 bis 13 Jahre und Gelegenheitsbeobachter, die vielleicht einmal im Monat mal so in den Himmel schauen wollen, aber eigentlich gar nicht so genau wissen, die sollten sich dann ein Linsenfernrohr kaufen, wo man hinten ganz normal hineinschaut. Ich möchte das nochmal kurz aufzeichnen. Bei einem Linsenfernrohr haben wir ja die Situation, Linse, Licht kommt rein, wird gebündelt, geht hinten ins Okular und hier geht rein in die Linse, hinten ins durchs Okular raus und so schauen wir dann zum Himmel. Beim Spiegelteleskop nach dieser Bauart von Newton, der häufigsten und preiswertesten, sieht das dann so aus. Wir haben einen Hohlspiegel, das Licht kommt rein, wird vom Hohlspiegel, wir kennen es als Rasierspiegel, ja, zumindest die Männer mit Bart und die sich dann auch rasieren, kennen es, meistens hat man zu Hause keinen mehr, aber noch im Hotel vom Rasierspiegel, also ein Hohlspiegel, der ja gewisserweise vergrößert. Jetzt könnte man hier ein Okular hinsetzen. Das Licht kommt also rein, dies ist der Spiegel, wird reflektiert, dann könnte man hier ein Okular hinsetzen, dann müsste ich aber mit dem Kopf direkt in den Strahlengang, ist also ein bisschen blöd. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, ich baue hier einen Spiegel rechtwinklig hin, der kann plan sein, der kann nach außen und nach innen gekrümmt sein, da gibt es verschiedene Bauweisen und das Licht wird wieder zum Hauptspiegel zurück reflektiert, was zunächst einmal auch blöd erscheint, aber es gibt tatsächlich Teleskope, zum Beispiel das Kaffeegrenzsystem, die haben dann hier hinten in der Mitte ein Loch, das Licht kann durchfallen und ich kann wieder so schräg ganz normal zum Himmel schauen. Da haben wir dieses Problem nicht. Aber der häufigste Typ, das kostet natürlich Geld, solche Löcher da reinzumachen, der häufigste Typ ist, dass man einfach nur ein Planspiegel hat und das Licht wird seitlich herausgeworfen in ein kleines Okulartubus und dann das Okular und dann ist hier oben das Auge. Das ist dieses Teil, was wir hier vorne sehen können, was hier rausragt und dann kommt hier das Okular rein. Also so ein Teil würde man dann hier reinstecken und könnte so dann durchschauen. Das also ganz kurz zu dieser Bauweise. Nun, ein Spiegel
ist zunächst einmal, ich möchte nur die ganz groben Unterschiede ansprechen, günstiger herzustellen als eine Linse. Man kann also sagen, ich bekomme für den gleichen Preis einen Achromaten, also ein Objektiv aus zwei Linsen bestehend. Und das ist erforderlich, um den Farbfehler einigermaßen zu korrigieren. Ich bekomme also ein Spiegel, der doppelt so groß im Durchmesser ist wie ein Linsenobjektiv. Also 10 cm Linse, wie wir hier haben, oder 20 cm Spiegel würde ungefähr dasselbe kosten. Dieser Spiegel ist kleiner als 20 cm. Das wären 20 cm ist ja ungefähr diese Blattkante. Das ist also schon ein ziemlich großer Spiegel. Dann habe ich ungefähr dasselbe ausgegeben. Der Unterbau ist dabei nicht berücksichtigt. Der ist entweder mit Computer teuer oder er ist etwas einfacher. Das ist natürlich günstiger. Das gilt aber für beide Systeme gleichzeitig. Mit einer kleinen Einschränkung, ein größerer Spiegel wiegt mehr, braucht eine stabilere Montierung. Die ist dann natürlich wieder etwas teurer. So. Wenn ich jetzt also einen großen Spiegel habe, fange ich mir Licht ein und kann dunklere Sterne, dunklere Gasnebel sehen. Die Gasnebel, die ja sowieso alle dunkel sind und die Galaxien, einfach schöner, brillanter sehen. Deshalb diejenigen, die Gasnebel und Galaxien beobachten möchten, visuell oder auch fotografisch, die sollten sich dann einen möglichst großen Spiegel kaufen. Was ist nun der Vorteil eines Linsenteleskops? Also zunächst mal sprach ich schon an, was der Spiegel so erstmal nicht hat. Er hat Farbfehler. Und deshalb braucht man schon mal zwei Linsen, die man kombiniert. Also eine solche und eine solche Linse, die etwas entgegengesetzt sind, die dann den Farbfehler einigermaßen korrigieren. Über Farbfehler und andere Fehler sprechen wir später noch einmal. Das ist aber noch nicht so wahnsinnig toll und deshalb kaufen die meisten einen Dreilinser oder einen Zweilinser mit ganz speziellen, eben leider auch sehr teuren Linsen. Und solche Objektive, die dann nicht nur farbbereinigt sind, Achromaten, sondern wirklich farbrein sind, heißen Apochromaten. Und wenn sie etwas günstiger hergestellt wurden, vielleicht so als Zweilinser mit einer Speziallinse, da gibt es verschiedene Varianten und das ist nicht ganz so perfekt, die Farbreinheit, da nennt man es also auch Halbapochromat, ist aber kein offizieller Begriff. Und solche Apochromaten, zum Beispiel mit einer sogenannten ED-Linse, die dann ED-Apochromaten heißt, die es einigermaßen günstig jetzt auch schon gibt, sind aber natürlich auf jeden Fall nochmal wieder teurer. Das heißt, ich bekomme einen dreimal so großen Spiegel. Also wer Licht sammeln will, bekommt für das gleiche Geld auf jeden Fall beim Spiegel mehr. Bei der Linse ist der Vorteil der Kontrast, die Schärfe, die Brillanz. Wer Planeten beobachten möchte oder auch den Mond, vielleicht auch die Sonne und hin und wieder mal hellere Galaxien und Nebel, vielleicht auch Doppelsterne, der sollte oder auch Positionsbestimmung, Helligkeitsbestimmung machen will, also wo es um Messgenauigkeit geht, der sollte sich durchaus ein Linsenfernrohr kaufen und wenn der Geldbeutel es hergibt, ein Apochromaten, lieber eine Nummer kleiner. Also statt eines 6-Zöllers, also 15 cm Linsen, Achromat, also zwei Linsen, lieber ein 4 oder 5 Zöller, also 10 bis 12, 13 Zentimeter großen Dreilinse, also Apochromaten. Ja, da wir ja nicht über die Montierung und diese Dinge jetzt sprechen wollen, ist eigentlich das Thema ganz grob abgehakt. Vielleicht noch ein Hinweis, wie ist es, wenn ich von Kontrast und Qualität sprach, mit dem Auflösungsvermögen, also dem Vermögen, zwei Sterne, die eng zusammenstehen, noch trennen zu können, und das gilt dann natürlich auch für Mondkrater und andere Details, die man damit dann sehen kann. Da ist es eben auch so, dass ein Spiegel nach dem Typ Newton sehr große
Randverzerrung und Randfehler, Koma, Astigmatismus und so weiter aufweist, sodass man eigentlich nur in der Mitte ein einigermaßen brauchbares Bild hat, was beim Linsenfernrohr ja grundsätzlich die Fehler auch vorhanden sind, aber wesentlich geringer. So, da gibt es Korrekturglieder, die man hinten reinsetzen kann. Also hinten ist dann in der Regel beim Newton hier beim in der Okularstelle und beim Linsenfernrohr tatsächlich hinten, die das dann noch wieder korrigieren, aber das kostet ja schon wieder Geld. Eine Sache wäre noch zu erwähnen, wenn man einen Spiegel wegen der visuellen Beobachtung lichtschwacher Objekte kauft, also wegen seiner Lichtstärke, auch einen großen Durchmesser kauft, deshalb vielleicht auch eine geringe Brennweite kauft, sodass man vielleicht ein Öffnungsverhältnis 1:3, 1:4, höchstens 1:5 hat. Das Öffnungsverhältnis ist das, was bei der Kamera in der Fotografie die Blende ist. Dann kann man damit natürlich sehr schön beobachten, aber vielleicht ist der Geldbeutel leer und man kann dann sich so eine schöne parallaktische Montierung oder eine GoTo-Montierung mit Computer gar nicht mehr leisten. Und das täte auch nicht unbedingt notwendig, wenn man nicht fotografieren möchte. Wenn man Langzeitfotografie betreiben möchte, gilt dieses jetzt nicht, aber ansonsten genügt ein einfaches Holzgestell. Nicht so ein komplizierter Kram, einfacher Holzkasten, unten eine Platte, drehbar, schwenkbar. Und das hat ein Herr Dobson sich so überlegt und die Dinger heißen Dobson. Also zuletzt waren wir bei den Dobsonauten, die sich durchaus so große Fernrohre leisten, die nicht, und wir haben die Zeit in der Zwischenzeit auch genutzt, die Gelegenheit genutzt, mal Umbauten vorzunehmen. Also so sieht ja ein Fernrohr dann aus, wenn es gen Himmel gerichtet ist. Und hier oben ist der Einblick. Und nun stellen Sie sich mal vor, ein Fernrohr mit diesem Durchmesser, also nicht diese Länge. Die Länge, wie die dann ist, da brauchen Sie eine Leiter. Und da müssen Sie die Leiter schön hochklettern. Sind vielleicht 2-3 Meter über dem Erdboden, also erster Stock, ja. Und gucken dann hier oben rein. Das sind also richtig schöne, große Geräte, die dann immer noch bezahlbar sind, weil dieser teure Unterbau halt nicht vorhanden ist. Wir wollen in der nächsten Sendung eingehen auf diesen Unterbau, auf das, was man also Montierung nennt. Bis dahin verbleibe ich erst einmal hier, Erik Wischnewski.